Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Don't Do It. Und wie wir da schon erkennen können, handelt es sich hier wahrscheinlich um einen roten Button, den wir nicht drücken sollen. Den wir aber wahrscheinlich so oder so drücken werden. Und dann gucken wir einfach mal rein, was uns in diesem Game erwartet. Wir schauen mal. I got hired as a new scientist 3 months ago and was placed in the genetic engineering team. Okay. We have restricted access to certain areas in the building. Some have said we'd lose more than our jobs if we are too serious. But how can I not be when I sometimes hear strange noises? Once, when I worked late at night, I saw a crowd of people being led downstairs, but I never saw them again. Also, da würden ja schon die ersten Fragen bei mir aufstoßen, aber okay. I brought it up to my lab manager and he said not to worry about it. Okay, also jetzt wird's ja mal schlimmer. I don't think it was a good idea to tell him. Im Nachgang ist man meistens immer schlauer. I wonder what their research lab is brewing. Ich weiß jetzt nicht, ob wir danach gucken wollen sollen. Where am I? Ja, anscheinend there's something in my pocket. Press E to play record, okay? Day 309, log number 3. This is Dr. Nguyen, director of JN Squared Bioweaponry Research Lab. We made history today. Specimen number 21 survived. It is a beauty, a deadly one. We will continue to monitor its behavior in the observatory. Was? Oh Gott. Können wir auch einfach... Wie sind wir hier runtergekommen? Okay, wir gehen einfach mal... Wir gucken mal. Oh Gott, wir sind aber auch verdammt schnell. It's locked. Hallo? Okay. Das ist wahrscheinlich auch locked. Weil halt rotes Lämpchen. Nee, die sind alle verschlossen. Finde ich erstmal nicht so schlimm. Ich habe auch keine Taschenlampe. Da wird ja gar nichts. I would need Dr. Nguyen's keycard. Aha. Wo ist denn Dr. Nguyen? Okay, wahrscheinlich der da. Was ist das denn? Day 346, log number 2. Someone was curious and pressed a button last night while I was away. Because it opened a barred door of the observatory, half of my staff didn't make it out alive. Was? Also okay, also... Der Button... ist... Okay, und die andere Hälfte hat es nicht geschafft, weil jemand den Knopf gedrückt hat? Na, ich freue mich ja jetzt schon. Hallo? What the fuck? Observatory. Wollen wir erstmal hier gucken gehen? Nee, wir gucken lieber nicht da lang. Don't press it. Papierkram ausfüllen macht echt keinen Spaß. Vorbei mit Lurken. I need a keycard. Wir haben doch eine Keycard gehabt. Nope. Wir werden jetzt den Knopf noch nicht drücken. Oh Gott, wir gucken uns erst... Oh Gott. Oh Gott. What is happening here? Okay, warte. Ich verlaufe mich ja jetzt schon. Warte mal. Okay, hier geht's da lang. Wo geht's denn hier lang? Ah, von hier sind wir gekommen, oder was? Ja, nicht ganz. Okay. Was ist denn hier los? 21. Okay, 21 ist nicht mehr da, wo er sein soll. Das ist gar nicht so gut. Okay, wir hören uns mal noch eine Kassette an. Day 410, lock number 1.
Today is the debut of our greatest discovery to other members of our secret organization. Everyone is excited. The world favors chaos over peace. My name will be written down in history as the creator of version 1. Also, ich glaube, du wirst in die Geschichtsbücher eingetragen, aber nicht deswegen. Pick up a keycard, okay? Hier hinten geht's auch noch weiter. Okay, hier gibt's einen Code. Use Numpad. Ja, das wird bei mir ein Spaß. Mein Nummernpad funktioniert nicht immer reibungslos. Oh, cool. Cool. Wo geht's denn hier lang? What the fuck? Was war da oben? Was ist das? Day 377, log number 4. Food supply is running low. We have been under suspicion for our large orders. It is time to move to Plan B. Was ist denn Plan B? Ich habe eine Keycard. Ist Plan B, wir verpissen uns alle und sprengen hier unten alles weg? Wäre das eine Option? Also würde ich wahrscheinlich machen an eurer Stelle. Ich weiß ja nicht, was ihr hier unten züchtet. Don't press it. Wir don't pressen it. Kann ich das wieder zumachen? Da leuchtet irgendwas rot. What the heck? Was ist das? Restricted area. You died. Try again. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Und ich fange wieder komplett von vorne an. Es gibt keine ordentlichen Save Points. Na gut. Aber die Kassetten höre ich mir jetzt nicht nochmal 5000 Mal an. Nö. Die haben wir uns schon mal angehört. Das müssen wir nicht nochmal haben. So, das heißt, wir gehen jetzt hier um die Ecke. Holen uns hier vorne die Keycard. Ich hab wie gesagt keinen Schimmer, was da auf uns, was da drin ist. Day 377, log number 4. Food supply is running low. We have been under suspicion for our large orders. It is time to move to Plan B. So, also, werden die so groß, muss ich mir da nochmal die Dings holen. Was ist denn da? Also, irgendwas ist da drin. Und ich weiß halt nicht was. So, wenn ich das aber jetzt hier... Soll ich den jetzt hier reinlassen oder rauslassen? Oder sollte ich jetzt hier... Was soll ich hier machen? Was ist das? Okay. Macht das jetzt Sinn, dass ich hier drin bin? Also anscheinend nicht. You died. Okay, vielleicht sollten wir da nicht reingehen. Warte mal. Mal anders gefragt. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, wo da drauf steht, don't press it, setze ich ihn dann frei? Lass mal ausprobieren. Ja, ich setze ihn frei. Ach, das ist hier eigentlich eine Scheibe. Kann ich die wieder zumachen? Natürlich nicht. So, bin ich jetzt hier safe? Wahrscheinlich auch nicht. 6, 5, 2, 9, 8.
Ach so, nee, ist klar. 6, 5, 2, 9, 8. Und jetzt soll ich da draußen. 6, okay. Oh, Scheiße. Okay, okay. Hallo? Nein! Nein! Try again. Das Problem ist mit meinem Nummern-Tasten-Block. Wie ihr gerade seht, ich drücke einmal die 5 und er macht zweimal die 5. Das ist halt auf meiner Tastatur halt beschissen. 17943. Yeah, wird random generiert. Na, ist ja ein Träumchen. Okay, okay, okay. Chat, 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 chat. 1, 7, 9, 4, 1. Ich hab mich um eine Taste verdrückt. Mhm. 2, 3, 1, 6, 8. Okay. 2, 3, 1, 6, 8. Haben wir es geschafft? Natürlich nicht. Haben wir es jetzt geschafft? Ich würde sagen, nein. Oh Gott. Ladies and Gentlemen, I am proud to present to you an army of Tolumnus. Was? Hey! Das war kurz, knapp und knackig! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Lasst gerne ein Like da. Und falls ihr noch nicht ein Abo da gelassen habt, gerne ein Abo da lassen, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten kleinen Projekt wieder. Bis dahin sage ich erstmal. Tschüss.